Ich habe mich schockverliebt in diesen Arzt. Es war bei mir so, ich erzähle die Geschichte gerne. Ich saß im Flieger und habe da in der Lufthansa so eine Zeitung gesehen, wo sie Werbung für Euroeis gemacht haben. Da habe ich gedacht, das ist so ein gut aussehender Arzt. Sie haben den von der Apothekenrundschau in so ein Model da genommen. Also zu dem gehst du bestimmt nicht. Und dann hat mich jemand angerufen und gesagt, er hat das gemacht. Und ich war gerade für meine Oldie-Show hier. Und ich habe natürlich auch den einen oder anderen Gast kaum noch erkannt, habe ich gesagt, also gut, ich gehe da mal hin. Und dieser dänische Charme, der haut er natürlich um. Also es ist ja so, du hast eine Linsen und diese Linsen wird also an für sich, die ist ja beweglich und mit 50 hört das so auf und dann kannst du nicht mehr so bewegen. Und, ja, shit, da hat er recht. Also,